Heute zeige ich Ihnen, wie Sie MATLAB Simulink Modelle mit dem neuen Simatic IPC 427D und installierter Soft SPS WinAC zum Ablauf bringen können. Simulink wird unter anderem dafür benutzt, reelle Prozesse wie ein Rotorblatt einer Windmühle zu simulieren und anschließend einen passenden Steuerungsalgorithmus zu implementieren. Diesen Steuerungsalgorithmus können Sie dann auf die WinAC portieren. Hierfür müssen Sie eine SCL-Quelle mit DLL bzw. RTDLL erstellen. In der DLL befindet sich dann der Algorithmus des Modells und in der SCL-Quelle befindet sich ein Funktionsbaustein, der die DLL aus Step 7 heraus ausführt. Dieser Funktionsbaustein hat dann die gleichen Schnittstellen wie das ursprüngliche Simulink-Modell. Mit WinAC Target und Simulink ist es ganz einfach, diesen Code vollautomatisch zu generieren. Und das zeige ich Ihnen an einem einfachen Beispiel. Zunächst öffne ich MATLAB und öffne hier mein Modell, in dem sich der PID-Regler und meine Simulationsstrecke befindet. In diesem Fall ist es eine einfache Temperaturstrecke, die von einem PID-Block ausgeregelt wird. Um jetzt diesen PID-Baustein auf der WinAC zum Ablauf zu bringen, muss ich zunächst den PID-Baustein aus diesem Modell herausnehmen. Hierfür habe ich ein extra Modell angelegt, in dem sich nur der PID-Regler befindet. Hier sehen wir seine Variablen, Setpoint, PID-Output und Process-Value. Bevor ich jetzt den PID-Regler kodiere, muss ich noch einige Einstellungen vornehmen. Ich klicke hier einfach auf Code, C, C++ Code und Code Generation Options. Hier muss ich jetzt sicherstellen, dass unter System Target File das WinAC Target ausgewählt ist. Ich habe noch die Möglichkeit, unter der Lasche Interface den External Mode von Simulink zu aktivieren. Mit dem External Mode habe ich dann später die Möglichkeit, mit Simulink direkt mich aufs Modell zu verbinden und die Variablen und Signale visuell darzustellen. Hierfür muss ich lediglich noch die IP-Adresse des Simatic IPCs mit angeben. Unter WinAC Options befinden sich die WinAC Target-spezifischen Einstellungen. Hier kann ich auswählen, ob ich eine Windows-DLL oder eine RTDLL anlegen will oder ob ich Step 7 Version 5 oder Tierportal benutzen will. Zusätzlich haben wir hier noch einen Parameter, mit dem ich den Zugriff von Step 7 auf die internen Parameter des Modells ermöglichen kann. Ich klicke einfach auf OK und habe die Einstellung somit abgeschlossen. Jetzt kann ich mit der Code-Generierung direkt beginnen. Ich klicke einfach auf Build Model und Simulink erstellt mir mit WinAC Target den Code, den ich brauche, um ihn auf der WinAC zum Ablauf zu bringen. Zunächst wird C-Code erstellt und danach in eine RTDLL bzw. DLL und SCL-Quelle kodiert. Hier unten kann ich dann mit dem Text Successful Compilation of Build Procedure for Model erkennen, dass die Codierung fehlerfrei durchgelaufen ist. Jetzt starte ich das Tierportal und öffne mein bereits vorgefertigtes Projekt mit dem Simatic IPC 427D. Ich navigiere jetzt unter WinAC zu External Source Files und klicke hier auf Add New External File, um jetzt die SCL-Quelle, die eben erstellt wurde, einzubinden. Ich wähle die SCL-Quelle aus und klicke auf Open. Die SCL-Quelle ist jetzt in mein Projekt eingebettet. Im nächsten Schritt mache ich einen Rechtsklick auf die Quelle und klicke auf Generate Blocks from Source. Jetzt erstellt mir das Tierportal den Funktionsbaustein, in dem der Regler sich befindet. Als nächstes öffne ich den Ordner Program Blocks Folder und klicke hier auf meinen zyklischen OB, in dem der Funktionsbaustein bzw. der PID-Regler aufgerufen werden soll. Den Funktionsbaustein ziehe ich einfach in das erste Netzwerk. Bestätige noch die Erstellung des Instanzdatenbausteins. Im nächsten Schritt öffne ich meinen Globaldatenbaustein, um den PID-Regler mit Signalen zu versorgen. Hierfür lasse ich mir einfach beide Editoren nebeneinander anzeigen und ziehe einfach per Drag and Drop die Variablen vom Datenbaustein zum PID-Regler, den Setpoint, den PID-Output und Process Value. Um den PID-Regler später starten zu können, verschalte ich noch ein Enable-Signal. Die Programmierung ist damit abgeschlossen. Ich schließe wieder alle Editoren. Als nächstes muss ich noch die DLL auf meinen IPC rüber kopieren. Hierfür starte ich die Remote-Verbindung meines Simatic IPCs und navigiere zu meinem Programmierrechner, wo uns das WinAC Target die DLL abgelegt hat. Im Ordner Binary kann ich die auch gleich finden. Ich mache einen Rechtsklick und kopiere.
die DLL direkt auf die Platte C des IPCs und füge sie hier direkt ein. Nachdem die DLL rüberkopiert wurde und das Projekt auf die Steuerung geladen wurde, kann ich die WinAC auch in den Betriebszustand Run setzen. Ich gehe nun wieder zurück ins Tierportal und öffne hier meine Watchtable, in der sich alle Variablen befinden. Ich klicke auf den Button Go Online und verbinde mich direkt mit der Steuerung. Nun aktiviere ich die Funktion Monitor All, um alle Variablen online verfolgen zu können. Ich übergebe nun einen Setpoint von 50 an meinen PID-Regler und stelle Data Enable auf True, damit der Regler startet. An den Variablen kann ich nun erkennen, dass ich alles richtig gemacht habe. Jetzt werde ich mein Tierportal so anordnen, dass ich es gleichzeitig mit meinem Simulink-Modell beobachten kann. Im nächsten Schritt werde ich mich mit dem Simulink-Modell direkt mit der DLL auf dem IPC verbinden und kann jetzt hier grafisch die Variablen verfolgen. Wenn ich jetzt beispielsweise einen Sollwert von 80 einstelle und auf die Steuerung runterlade, kann ich die Auswirkungen in der Grafik direkt mitverfolgen. Ich sehe hier den Sollwert direkt bei 80. Ich kann mit dem External Mode aber nicht nur Variablen online verfolgen, sondern kann auch direkt einen Baustein öffnen und Parameter innerhalb des Modells live verändern. Hierfür verändere ich beispielsweise den Grenzwert des PID-Reglers. Ich stelle ihn auf 60 und sehe auch wieder direkt die Auswirkungen in der Grafik. Wie Sie gesehen haben, ist es einfach, in wenigen Schritten ein Simulink-Modell auf WinAC zum Ablauf zu bringen. Den Code können Sie mit Simulink und dem WinAC Target erstellen, ohne jegliche C-Programmierkenntnisse. Weitere Informationen und den kostenlosen Download von WinAC Target finden Sie auf unserer Industry Online Support Homepage.